Auch 2015 ist die Wirtschaft bewegt. Das beweist das Team der WKO Steiermark mit vollem Körpereinsatz. Start der heurigen Kampagne: der E-Business-Marathon am Schwarzelsee. Gemeinsam mit über 50 Unternehmerinnen und Unternehmern setzt die WKO ein starkes Zeichen für die Steiermark. Ja, nachdem das letzte Jahr so ein Erfolg war und wir sehr stolz darauf sind, haben wir gesagt, wir machen natürlich eine Wiederholung. Und die heurige Saison startet heute mit dem Businesslauf in Unterbremstetten. Und wir sind schon sehr gespannt und auch aufgeregt, haben heute ein starkes Team und wollen wieder darstellen, dass Wirtschaft bewegt und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unternehmerinnen und Unternehmer mit dabei sind. Man erkennt sofort, das Team der WKO Steiermark ist mit vollem Elan und Energie am Werk. Wir denken schon, das ganze Land gut zu erreichen und natürlich auch diesen Geist und diese Motivation von Wirtschaft bewegt weiterzutragen. Und das soll ja so quasi auch motivieren und anstecken, und das hoffen wir damit. Es ist ein bisschen eine körperliche und geistige Motivation, hier mitzumachen, und die habe ich genutzt und möchte mein Bestes geben. Ich glaube, dass es sehr viel ausdrückt, nämlich dass die Wirtschaft dafür verantwortlich ist, dass das Land, die Stadt, die Leute in Bewegung sind, dass sie was rührt, und das ist eigentlich das Wichtigste. Erstens bewege ich mich gerne, zweitens bin ich Funktionäre, stehe hinter der Wirtschaftskammer, und für mich ist es ein Erlebnis heute. Das Teamwork, das gehört an erster Stelle gesetzt, dann braucht es ein paar, die das Tempo vorgeben, und ein paar, die das Tempo halten können, dann rührt sie was. Mit Verantwortung ist es dann erfolgreich ans Ziel gegangen. Tja, bei so viel Teamgeist, Ehrgeiz und Ausdauer hat der Präsident allen Grund, stolz zu sein. Ja, erster Lauf so gut gegangen mit einem tollen Team. Eigentlich die vorgegebene Zeit unterschritten, bin sehr stolz darauf und war für den Einstieg, für die Saisoneröffnung ein guter Lauf. Das Klasse ist, dass wir uns gegenseitig antreiben. Der Josef gibt das Tempo vor, manchmal muss man ihn auch ein bisschen zurückholen. Aber insgesamt sind wir dann schnell unterwegs, kommen sicher ans Ziel, und das ist das Klasse dran. Es geht weiter am Red Bull Ring und das wird natürlich die heimische Herausforderung, freuen wir uns schon. Also nicht nur Vettel und Co. eine schnelle Runde dreht, sondern auch WKO bewegt, und das wird auch ein tolles Erlebnis. Auf eine erfolgreiche zweite Runde. Yeah!